Willkommen zu Leine Bergland in Schlagzeilen. Eime Hildesheim. Am Mittwoch, dem 4. Mai sowie am Donnerstag, dem 12. Mai versuchten zwei Unbekannte, einen Geldautomaten der Sparkasse in Himmelstür mit Gasgemisch und Brandbeschleuniger zu sprengen. Eine weitere Tat ereignete sich in der Nacht zum 16. Mai in der Volksbank in Eime. In allen drei Fällen machten die Täter keine Beute. Es entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Durch eine Überwachungsanlage ist der Tathergang aufgenommen worden. Die Ermittler hoffen darauf, dass die Kleidung von Zeugen erkannt wird. Hinweise werden von der Polizei unter 05121 939 115 entgegengenommen. Eifeld, Kreis. Sie kennen das. Vor der Kita wird zu schnell gefahren. Durch die Anliegerstraße brettert der Schwerlastverkehr. Die 30er-Zone wird zur Rennstrecke. Dann kommt die Polizei, zählt und misst, und am Ende war der subjektive Eindruck ein anderer als der ermittelte. Um jetzt mehr Sachlichkeit auf die Straßen der Region zu bringen, hat die Eifelder Verkehrswacht eine Anschaffung getätigt, die bundesweit einmalig ist und die normalerweise nur von Gutachtern verwendet wird. Es ist ein kleines Köfferchen, doch in ihm befindet sich Großes. Das Seitenmesssystem wird an einem Laternenpfahl angebracht und misst nicht nur die Geschwindigkeiten auf der jeweiligen Straße, sondern auch die Fahrzeugtypen und das in beide Richtungen. Eine Investition in die Verkehrssicherheit, so Krummfuß, der das System den Kommunen bei Bedarf zur Verfügung stellt. Esbeck. Es ist ja bekannt, die Esbecker feiern gern, schmunzelte André Füllberg, der mit seinem Team zum zweiten Mal in Folge eine Mitsommernachtsparty auf die Beine stellte, um den längsten Tag des Jahres gebührend zu feiern. Was fehlte, war jedoch das dazu passende sommerliche Wetter. Am Dorfgemeinschaftshaus waren Feuerschale und Fackeln aufgebaut, stimmungsvolles Licht sorgte für die passende Atmosphäre. Trotzdem fieberten die Besucher eifrig beim Entenrennen mit. Waren es im vergangenen Jahr 50 Plastiktierchen, die in der Beke zu Wasser gelassen wurden und sich auf einer Länge von etwa 600 Metern ein Rennen lieferten, hatten die Organisatoren diesmal noch etwas obendrauf gelegt. 84 Enten gingen an den Start. Hildesheim. Hochrangiger Besuch bei der Uni Hildesheim. Im Rahmen der jährlich stattfindenden sogenannten Europagespräche ist es Professor Michael Gehler gelungen, Dr. Rudolf Seiters in die Domstadt zu holen. Seiters war bei den entscheidenden Gesprächen rund um die deutsche Wiedervereinigung in erster Reihe mit am Verhandlungstisch und kann aus erster Hand berichten. Das Gespräch steht allen Interessierten auf der Homepage der Uni Hildesheim unter dem Suchbegriff Europagespräche zur freien Verfügung. Hoyershausen. Nur gemeinsam sind wir stark, lautet das Motto der Gemeinde Hoyershausen. Dieses Motto galt auch für die Planung und Erstellung des Mehrgenerationenplatzes, der alle Einwohner Hoyershausen zusammenführen soll. Durch die Spenden von Vereinen, der Volksbank Seesen, dem Lions Club und vielen Einzelspendern konnte das Projekt verwirklicht werden. Nur durch das Engagement der Arbeitsgruppe um Nico Werner wurde aus Plänen und Wünschen ein in die Zukunft weisendes Projekt. Ein gelungenes Einweihungsfest wurde mit vielen Gästen gefeiert. Duing. Im Rahmen eines Pressegespräches stellte die Wählergemeinschaft Leine Bergland in Duingen ihre Kandidatenliste und ihre programmatischen Eckpunkte vor. Die Fusionen, die zum neuen Flecken Duingen und zur Samtgemeinde Leine Bergland führen werden, zu einem Erfolgsmodell zu machen, steht dabei an erster Stelle. Die Fusion solle keine Verschmelzung, sondern gute und sinnvolle Zusammenarbeit sein. Öffentliche Leistungen müssten bezahlbar bleiben, räumliche Identitäten müssten erhalten bleiben, denn jeder Ort und seine dort lebenden Menschen hätten etwas Besonderes, so Wolfgang Schulz, der die Liste anführt. Wir kommen zur Kultur im Leine-Bergland. Hildesheim. Hildesia, die Schutzpatronin der Stadt, verleiht dem Stadtfest seinen Namen und vereint alte Schützentraditionen mit neuen Highlights. Doch auch das Wetter passte sich mit Gewittern und Regenschauern immer wieder der Hildesia-Sage an. Denn diese nimmt ihren Ursprung darin, dass Hildesias Geliebter bei einem heimlichen Treffen der beiden vom Blitz erschlagen wurde. Zum Glück kam es im Zuge des dreitägigen Festes zu keinerlei wetterbedingten Einschränkungen oder Unfällen. Die großen Besucherströme blieben wegen der Unbeständigkeit des Wetters jedoch aus. Und zum Schluss der Sport im Leine-Bergland. Gießen. Die Young Grizzlies, die U14-Volleyballer des TSV Gießen, erlebten am Wochenende ihr bisheriges Highlight. Der Ausflug nach Hamburg zur deutschen Meisterschaft der männlichen U14 hatte sich für alle gelohnt. Am Ende konnte die Mannschaft mit 2 gewonnenen Spielen zum Abschluss Platz 13 belegen und wertvolle Erfahrungen für die Zukunft sammeln. Gronau.
Wer am Sonnabend, dem 2. Juli, noch nichts vorhat und das Deutschlandspiel in großer Runde schauen will, der ist beim Public Viewing der SPD in den Gronauer Lichtspielen richtig. Hier wird ab 21 Uhr auf der Leinwand gezeigt, wie die Mannschaft die Italiener besiegt. Das letzte Public Viewing war schon ein echter Renner. Auch wenn schwer wird, das soll diesmal noch getoppt werden. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.